jeden Fall ein Keller. Ansonsten sieht es eher aus wie Schule. Hi! Wir sind auf einem Lost Place. Sieht man, glaube ich, auch. Nee. Nee. Ist alles dunkel in der Welt. Den erkunden wir. Wir sind, das ist hier ein Gebäude, keine Ahnung, was das genau war. Aber hier gibt es auf dem Gelände noch einige mehr Gebäude und die wollen wir heute alle erkunden. Ich hoffe, das Ganze wird interessant. Wir nehmen euch dabei mit und... Wir haben heute noch einen Special Guest dabei. Wer das genau ist, werdet ihr später noch sehen. Und damit erstmal viel Spaß. Ich freue mich auf den Keller. Übrigens, Mädels und Jungs, wir haben eine Sache schon rausgefunden, als wir hier gerade drinnen standen. Und zwar wird dieses Gebäude schon definitiv gewissen Brandspuren unterzogen sein. Hier ist nämlich einiges verrußt, verkohlt. Und wir schauen erstmal kurz vor, was sich hier noch alles so befindet. Neben einem Klo. Was steht hier? Lol. Hier steht was. Tritt näher ran, denn er ist kürzer als du denkst. Ja. Hier sind noch Einbauschrank, das Klo ist gefüllt, das verschone ich euch mal. Und auf der anderen Seite ist nur ein Schrank, keine Ahnung, es könnte die Küche gewesen sein. Und hier ist die Küche, also war das was anderes. Und die Küche hat sogar noch ein paar Gegenstände, das heißt, wir können erstmal auch gleich schauen, wann und wo hoffentlich was herkommt. Wir haben hier eine Brühe. Die ist im Jahre... Siehe Deckelaufschrift abgelaufen. Der Deckel... Da war gerade ekliges Zettel. Aber das haben wir dann nicht gesehen. Naja, das Deckel. Was haben wir hier noch? Mindestens haltbar bis 2007. Und dass man sieht, dass es nicht häufig bewegt wurde, sieht man, glaube ich, an dem Punkt. Bis hier Deckelrand. Ich sag doch, bis hier Deckelrand. Ist nicht da. Der liegt da hinten. 10.06. 2000? Keine Ahnung, steht nicht. Ja, okay, dann ist 2007 erstmal der Anhaltspunkt. Ansonsten halt Waschbecken und noch ein bisschen Porzellanzeug. Aber das erklärt sich für mich irgendwie nicht. Ist das jetzt ein Wohnhaus? Ist das jetzt ein Schulgebäude mit den Sitzen da drüben? Vielleicht war das auch so ein Jugendding. Jugendzentrum. Hier, Vögel haben hier schon genistet. Was hast du da noch gefunden? Achso, aber es ist ein zweites Klo. Ja, deswegen, ich vermute mal Jugendzentrum mit Toilette für Männlein und Weiblein. Ja, das könnte hinkommen, weil... Und das sieht hier sehr stark danach aus, wenn wir uns wieder vorbegeben, wo wir gerade das Intro gemacht haben. Hier ist ein Aufenthaltsraum, hier ist noch ein Schulungsraum. Und hier ist halt ein Raum, der... Ach, du grüne Neune. Hier hat's ordentlich gebrannt, weswegen das wahrscheinlich auch wieder so geschützt ist mit den ganzen Barrikaden. Wir hatten nur hinten eine Tür, weil hier ist Decke, nicht mehr Decke, hier ist alles runtergekommen. Aber hier... Ich glaube, hier war der Brandherd. Ja. Ach, was du nicht sagst. Hier ist die Bank, hier war ein Büroraum. Kleiner Spoiler aus diesem Raum hier raus. Und zwar da gegenüber ist auch noch ein komplettes Gebäude, was den Status verlassen hat. Machen wir uns mal wieder raus. Ab in den Keller. Hier beim letzten Boden unten, sonst nur ein Kellerraum. Spinnenweben sind halt präsent und stark vorhanden. Hier unten haben wir den Boden. Ja, ich habe keinen Bock auf dieses fette Spinnenweben-Mottenzeug.
hier komplett alles. Aber auch kaputt. Hier liegt noch ein FC Bayern Rucksack. Sieht fast aus wie eine Sportumkleide. Ja. Ist halt alles ein bisschen voller Fehlerspinnen. Was hast du da noch? Waschraum? Irgendein Tank. Heizraum. Ja, Heizraum macht mehr Sinn. Hellgard. Ja, das ist Heizraum. Das war wahrscheinlich dann die Heizung. Jede Heizölanlage. Ja, genau, das ist hier der Hauptheizkörper. Ja, naja, möglicherweise würde es da rausgehen. Durchkommen wir einfach nicht. Aber die Tür ist verschlossen. Und damit würde ich vorschlagen, wir wagen uns in das deutlich größere Gebäude. Und zwar soll das eine Berufsschule gewesen sein und nicht so ein kleiner Nebenort wie jetzt hier, aber der war auch einfach interessant. Okay, so, das war's jetzt. Wir haben festgestellt, dass das Gelände noch größer ist, als wir gedacht haben. Wir haben da hinten noch ein Gebäude, da noch eine Schule und alles schaffen wir nicht. Wir haben nur Gebäude am Rand abgeklappert. Genau, wir sind jetzt quasi einmal am Rand entlang und haben uns den inneren Kern so gesehen aufgehoben für den zweiten Teil. Ganz wichtig noch zum Ende erwähnen, schaut euch mal die Kanalmitgliedschaft an, um den Kanal zu unterstützen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen und da gibt es auch ein paar coole Feature und Highlights, die euch noch mit näher an diesen Lost Place Touren teilhaben lässt. Wirf jetzt noch einen Blick in das Wohngebäude hinter der Schule und lass uns wissen, ob wir das Schulgelände erkennen.